Gerade habe ich den ersten Kamm überquert. Ich habe es geschafft. Tibeter steigen eigentlich nie auf Berge. Der Mount Everest ist heilig. Wir haben ihn immer beschützt. Heute ist es selbstverständlich, den Everest zu besteigen. Was soll ich dazu sagen? Der Everest. Auf Tibetisch Su Langma, Göttin Mutter der Welt. Jahrhundertelang wagte kein Tibeter den Aufstieg seiner majestätischen und furchteinflößenden Nordseite. Die tibetische Bergführerschule ist die einzige ihrer Art in China. Pubu, ein erfahrener Bergsteiger, leitet die Schule. Er unterrichtet 47 Schüler aus den entlegensten Winkeln Tibets. Pubu hofft, dass sie die Chance ergreifen können, die der Boom des Everest-Tourismus bietet. Nochmal. Los. Zu schnell. Wer schneller läuft, kommt später an. Mach langsamer. Überkreuze die Beine so. Disziplin und Gehorsam sind die entscheidenden Eigenschaften für den Ausbilder. Sein Ziel ist es, die jungen Dorfbewohner als Träger und Führer auszubilden. Ein täglicher Kampf. Sordor ist im letzten Jahr. Seine Ausbildung ist kostenlos, weil er schon unentgeltlich bei Expeditionen mitarbeitet. Komm schon! Der junge Mann ist Sordor aus der 6. Klasse der tibetischen Bergführerschule. Sordor hat alles für seine Ausbildung gegeben. Meine Familie lebt am Fuße des Mount Everest. Ich konnte ihn sehen, wenn ich Schafe gehütet habe. Ich verehre diesen Berg. Wenn ich ein Bauer wäre, dann müsste ich hart arbeiten und würde trotzdem fast nichts verdienen. Das ist kein gutes Leben. Ich mag das Bergsteigen. Deshalb bin ich hier. Mein Ziel ist es nun, den Everest zu besteigen. Das ist mein größter Traum. Die Schule ist 7 Kilometer vom Zentrum Lhasas entfernt. Hier steht auch der Potala-Palast, Wohnsitz des Dalai Lama. Ziel von Pilgerreisen aller Tibeter. Der moderne Ruf Lhasas lockt die jungen Tibeter an. Als ich in Lhasa angekommen bin, war ich erschrocken und traute mich nicht weit von der Schule weg. Ich hatte Angst, mich auf den Straßen zu verirren. Ich bin vorher noch nie in einer Stadt gewesen. Ja.
Das hier kostet mehrere Jahreslöhne. 5 Jahreslöhne. Bis dahin haben wir vielleicht ein paar tausend Yuan gespart. Der Anblick der Stadt hat mich fasziniert. Im Vergleich zu meinem Dorf ist das hier der Himmel. Hier zu leben hat meinen Horizont erweitert. Mir ist klar, dass ich hart arbeiten muss. Hier ist die Liste der Everest-Expedition. Ich werde bis auf 8300 Meter gehen. Die Kunden sind 6 Chinesen. Wir helfen ihnen, bis zum Gipfel zu kommen. Wirst du auch die 8848 Meter schaffen? Ich bin nicht sicher, ob ich eine Chance bekomme. Sordor ist enttäuscht. Genau wie im letzten Jahr wird er wieder nur als Träger eingesetzt und nicht als Bergführer, der die Kunden zum Gipfel bringt. Solange ich hier bin, müsst ihr mir gehorchen. Wenn ich fort bin, könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Es gibt noch eine letzte Unterrichtseinheit im Fach Disziplin. Pupus Meinung nach muss Sordor hier noch einiges nachholen. Ich habe hier die Regeln für euer tägliches Verhalten aufgeschrieben. Lest sie aufmerksam durch. Werft ihn raus. Wer dagegen verstößt, zahlt 50 Yuan Strafe. Ihr solltet eure Haare kurz schneiden. Wer grob gegen die Regeln verstößt, fliegt raus. Sordor, du musst deine Frisur ändern. Das sieht merkwürdig aus. Du siehst aus wie ein Gangster im Film. Und du musst dich rasieren. Weg mit dem Bart. Er wächst so schnell. Je mehr ich mich rasiere, desto schneller wächst er. Dann rasiere dich einfach häufiger. Jeden Tag. Wenn du ihn nicht abrasierst, mache ich es heute Nacht für dich. Sordor hat großes Talent. Er ist ein guter Bergsteiger und arbeitet hart am Berg. Aber er ist auch ein bisschen frech. Schneide es kurz. Mein Lehrer sagt, es ist zu lang. Er erlaubt uns keine Zöpfe. Mach trotzdem ein. So ist es besser. Solange es der Lehrer nicht sieht. Es gibt eine Abschiedsparty. Und trotz seines etwas aufsässigen Verhaltens zieht Sordor das traditionelle tibetische Gewand an, um den heiligen Berg anzurufen. Und um für den Erfolg ihrer Expedition zu beten. Die Busse mit dem Expeditionsteam und der Ausrüstung brauchen 2 Tage, um zum Fuße des Mount Everest zu gelangen. Ha ha ha!
Zordor und das 60-köpfige Vorausteam bauen das Basislager in 5400 Metern Höhe auf. Das wird ihr Zuhause für die nächsten 2 Monate. Es liegt direkt an der Nordseite des Everest. Die wollen sie erklimmen. Das Camp steht. Die Sherpas haben noch eine wichtige Pflicht. Der Besuch des Rongbuk-Klosters gleich in der Nähe. Es ist das am höchsten gelegene Kloster der Welt. Das Kloster ist auch eines der großen Heiligtümer in Tibet. Guru Rinpoche, der den Buddhismus von Indien hierher gebracht hat, hat hier meditiert. Und die Gottheit Dakini zum Schutz des Everest bestimmt. Guru Rinpoche hat auf diesem Stein seine Fußabdrücke hinterlassen. Hier sind seine Zehen. 1, 2, 3, 4, 5. 30 Zentimeter lang. Hier sieht man die Legende seiner Geburt im Ozean. Und da ist Guru Rinpoche zusammen mit Yeshe Zogyal, der Göttin der Berge. Sie sind nach Indien und zurück auf diesem heiligen Vogel geflogen. Das sind Nacken, Bauch, Schwanz und Flügel. Sie haben nur einen Tag gebraucht. Bergsteiger und Touristen kommen hierher, um zu beten. Ich kenne ihre Beweggründe nicht. Sie pflegen die Rituale, besonders die Bergsteiger. Vielleicht aus Angst. Sie zünden eine Kerze an und beten. Zordor und die anderen glauben, dass eine Segnung durch Guru Rinpoches hinterlassenes Vajra-Zepter sie und die Expedition schützen wird. Für einen sicheren Aufstieg bitten wir die heilige Göttin des Berges, uns zu beschützen. Wir führen spezielle Rituale zu ihren Ehren durch. Wir beten, dass diese Expedition ruhig und reibungslos verlaufen wird. Dem Segenswunsch folgt ein letztes Ritual. Die Gebetsfahnen des letzten Jahres werden durch neue ersetzt. Der Wind soll ihre Gebete zur Göttin des Berges tragen. Alle hoffen, dass sie ihnen den Aufstieg gnädig verzeihen und sie beschützen wird. Alle sind jetzt bereit für die Ankunft der 6 Touristen aus China. Gut gemacht. Gute Arbeit. Sind das Freudentränen? Unsere Kunden sind reiche Leute. Sie zahlen mehr als 30.000 Pfund für die Tour. Wir werden sie mit großer Umsicht zum Gipfel führen und kümmern uns um sie wie Kindermädchen. Für einen kleinen Energieschub. Dann machen wir einen Spaziergang und essen später am Nachmittag mehr. Ein paar Biere wären toll. Während sich die Besucher akklimatisieren und von der Reise erholen,
planen Zordor und die anderen Sherpas die exakte Route. In diesem Dienstplan sind alle Teammitglieder im Basislager von Anfang an bis jetzt eingetragen. Nur heute noch nicht. Die Sherpas konkurrieren miteinander, wer die Gäste möglichst weit hinauf begleitet. Wer im Basislager eingesetzt ist, verdient am wenigsten. Für den Einsatz in den höher gelegenen Camps gibt es mehr Geld. Je höher am Berg, desto höher auch die Bezahlung. Diejenigen, die den Gipfel erreichen, verdienen am meisten. 350 Pfund. Sordor ärgert sich, weil er wieder nur als Träger eingesetzt wird, zum Transport der Ausrüstung und zum Auslegen der Seile. Es geht ihm nicht nur darum, endlich einmal den Gipfel zu erreichen, sondern er will sein Leben und das seiner Familie verbessern. Sordors Heimatdorf liegt bloß 63 Kilometer Luftlinie entfernt vom Everest. Aber nur einmal im Jahr darf er nach Hause reisen. Sein Vater empfängt ihn. Was ist in dem Paket? Lautsprecher. Wofür sind die denn? Ich will mit einem Freund eine Karaoke-Bar eröffnen. Eine Karaoke-Bar? Ja. Ich habe zwei Söhne und zwei Töchter. Sodor, der Jüngste, ist der Extrovertierte. Er ist klug und mag seine Ausbildung. Er arbeitet hart und ist sehr ordentlich. Er macht uns keinen Ärger. Passen Sie? Zu klein? Die Farbe steht dir. 5 Jahre in Lhasa haben Sordor zu einem Fremden in seinem Heimatdorf gemacht. Er ist jetzt einer aus der Stadt, den Kopf voller verrückter Geschäftsideen. Kommst du morgen wieder? Gut, ich rufe dich an. Wie lange wirst du bleiben? 2 Monate. Er will mit Freunden eine Karaoke-Bar eröffnen. Das wird laut werden. Und es kann eine Menge Ärger bringen. Sordor will eine Veranstaltung im örtlichen Chaga-Kloster nutzen, um die angereisten Pilger in seine neu eröffnete Karaoke-Bar zu locken. Einmal im Jahr strömen die Pilger von überall hierher. Sie wollen den Maskentanz der Mönche sehen. Die dargestellten Götter sollen böse Geister abschrecken und für ein ganzes Jahr Schutz bieten. Im Tal warten Sordor und seine Freunde schon auf die Pilger. Sie hoffen sehr, einige von ihnen in ihre ungewöhnliche Bar zu lotsen. Das ist ein Schafstall. Nach langem Hin und Her haben wir uns dafür entschieden. Er ist ziemlich groß und sauber. Wir haben Plastikplanen für das Dach gekauft.
Sordor und seine Freunde wollen ihren Gästen eine neue, unbekannte Welt zeigen. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Tashi. Er wird für uns singen. Applaus bitte. Danke. Feierlichkeiten dauern nur 2 Tage. Mit der Abreise der Pilger beruhigt sich auch schlagartig das Leben im Dorf. Wir hatten nicht lange geöffnet, vielleicht 3 oder 4 Tage. Aber wir mussten nichts drauflegen. Und wir haben die Lautsprecher, die können wir behalten. Ich war etwas in Sorge, dass wir zu lange geöffnet hatten. Denn es gibt zu viele Betrunkene. Jetzt ist die Karaoke-Bar wieder geschlossen und es gibt nichts mehr zu tun. Nach 1 Monat hat Sordor genug vom Dorfleben. In der Mittelschule kam ich in eine Kletterklasse. Dann habe ich die Aufnahmeprüfung für die Schule in Lhasa bestanden. Meine Mutter mochte meine Pläne nicht. Aber ich habe mich durchgesetzt. Nun geht er eben bergsteigen. Ich habe ihn gefragt, ob es gefährlich ist. Ich habe gehört, dass sie beim Klettern Seile benötigen. Was geschieht, wenn etwas passiert, wenn er abstürzt? Was wird mit uns geschehen, wenn er stirbt? Ich wollte nicht, dass er das macht. Er sagte, es sei nicht gefährlich und er würde auf sich aufpassen. Natürlich ist beim Bergsteigen jeder Schritt gefährlich. In den Bergen lauern überall Gefahren. Aber ich habe mich für diesen Weg entschieden. Deshalb muss ich jetzt positiv denken. Das Leben im Dorf hat für Sordor keine Zukunft. Trotz der Bedenken seiner Familie kann er es kaum erwarten, zurück an den Berg zu kommen und seinen Traum weiter zu verfolgen. Auch wenn es gefährlich ist, ich muss darauf. Leitern verbinden die Seelen der Toten zwischen dem irdischen Leben und dem Paradies. Solche Leitern sind in Tibet häufig auf Felsen aufgemalt. Das sind die Leitern ins Paradies. Ich benutze Leitern, um den Gipfel zu erreichen. Dadurch kann ich meinen Eltern helfen und meiner Familie ein besseres Leben ermöglichen. Das ist mein Ziel. Dafür werde ich mein Bestes geben.
Für die Tibeter ist der Mount Everest heilig. Das ist der traditionelle Blick. Ihn zu bezwingen, ist heute ein Zeichen des Fortschritts. Guru Rinpoche beschützte mit seiner Gottheit den Everest. Viele bekannte Lamas besuchten ihn. Jeder Bergsteiger macht das aus Leidenschaft. Aber am Ende geht es doch nur um den Ruhm. Der Mount Everest ist der heiligste Berg Tibets. Heutzutage liegt es im Trend, ihn zu besteigen. Was soll ich dazu sagen? Ich bete, dass die Expedition gutes Wetter hat. Ich bete für die Sicherheit der Bergsteiger und aller Wesen. Die Lawine ereignete sich um 6.45 Uhr morgens in 5.800 Metern Höhe. 13 Menschen kamen ums Leben, zahlreiche werden vermisst. Nach offiziellen Angaben ereignete sich das Lawinenunglück am 18. April an der Südseite des Everest. 15 Menschen starben. Der Vorsitzende des nepalesischen Bergsteigerverbandes gab bekannt, dies sei das schwerste Unglück in der Geschichte der Everest-Besteigungen. Auf der Südseite gibt es jedes Jahr Lawinen. Unsere Seite scheint sicherer zu sein. Es gibt vielleicht einen oder zwei tödliche Unfälle im Jahr. Das kommt immer wieder vor. Die Eiswand am nördlichen Gebirgspass ist tödlich. Du kannst dort nicht lange bleiben, es ist sehr riskant. Erzähl keinen Quatsch. Stimmt doch. Die Tragödie schockiert alle. Aber die Sherpas kennen die Gefahren und verdrängen ihre Angst. Fünf Wochen nach der Lawine. Die Expedition wird fortgesetzt, trotz schlechter Wetterprognosen. Die Lasttiere im Himalaya sind die Yaks. Jeder dieser Lastochsen trägt 50 Kilo Ausrüstung. Um die 6 Bergtouristen und das Team zu versorgen, sind 10 Touren mit 30 Yaks nötig, hinauf bis auf 6500 Höhenmeter. Ab da müssen Sordor und die Träger alles schleppen. Wo sind die Kunden? Weiter hinten mit dem Teamführer. 50 Meter. Alles okay? Die letzten 50 Meter. Gut gemacht. Euer Camp ist dort drüben. Wenn ich gestern nicht meinen Rhythmus umgestellt hätte, wäre die letzte Etappe leichter gewesen. Bereits bei 6500 Metern Höhe lässt der niedrige Luftdruck die Touristen mit der Höhenkrankheit kämpfen. Sollten sie den Aufstieg abbrechen müssen, wird ihnen für einen neuen Versuch im nächsten Jahr ein Preisnachlass gewährt. Während sich die chinesischen Bergsteiger akklimatisieren, tragen Sordor und das Transportteam die Ausrüstung 2000 Höhenmeter bergauf. In 3 Tagen absolvieren sie 3 12-Stunden-Touren, um Zelte, Nahrung, Seile und die schweren Sauerstoffflaschen hinaufzuschleppen.
Gott. Seit gestern muss ich mich ständig übergeben. Es kommt nur Galle. Die Höhe saugt dir alle Energie raus. Ich bin total erschöpft. Meine Beine sind taub. Meine Familie hat einen Schamanen aufgesucht. Er prophezeite mir ein schwieriges Jahr. Das nächste Jahr steht in meinem Sternkreiszeichen. Meine Familie hat allerlei Rituale für mich zelebriert. Sordor wollte es sich und den anderen beweisen. Jetzt stößt er an seine Grenzen. Der Einsatz im Gipfelteam wird immer unwahrscheinlicher. Der Berg, auf den wir steigen, ist heilig. Ich trage diese Amulette, um Unglück fernzuhalten. Die Amulette und der Schal sind im Kloster gesegnet worden. Ich war dort, um zu beten. Ein Lama hat sie mir gegeben. Er hat gesagt, wenn ich sie trage, schützen mich die Götter dieser Gegend. Sordor betet für seine Genesung und dass dies doch noch sein Jahr werden wird. Selbst bei guter Wetterlage ist die Nordseite gefährlicher als die nepalesische Seite. Das Wetter am Berg hat sich seit dem Lawinenunglück weiter verschlechtert. Das Risiko ist unkalkulierbar geworden. Als sie die nicht geborgene Leiche eines verunglückten Bergsteigers entdecken, erschreckt Sordor. Doch die Zeit bis zum Erreichen des Gipfels wird immer enger. Unten im Rongbuk-Kloster beten die Mönche, um die Göttin des Berges und andere Gottheiten gnädig zu stimmen. Die Mönche werden dafür bezahlt, ihre Gebete zu verstärken, während die Expedition die letzte Etappe in Angriff nimmt. Am nächsten Morgen geht es Sordor wieder besser. Sein Wille ist ungebrochen. Jetzt schaffen wir den Gipfel. Vielleicht. Auf jeden Fall. Und wenn sie uns keine Chance geben? Dann gehe ich auf der Stelle nach Hause. Sicher? Jetzt sind wir dran. Wer will uns aufhalten? Sordor ist überrascht. Vor dem finalen Anstieg wird er zu einem Treffen gerufen. Wir sind schon bald 2 Monate hier. Und warum? Weil wir den Gipfel erreichen wollen. Hier ist die Liste mit den Assistenten der Gipfelführer. Es sind Nobu, Tundrop, Gyalbo und Sordor. Sordor hat ihr Vertrauen gewonnen. Gemeinsam mit einem erfahrenen Führer wird er dafür verantwortlich sein, einen Kunden auf den Gipfel zu bringen. Ich würde gerne Walkie zum Gipfel bringen. Er hat seinem Führer 1000 Pfund versprochen, als Bonus, wenn er den Gipfel erreicht. Das hier dient ihrer Sicherheit. Lass mich ein bisschen verschnaufen. Klar. Musik.
Das letzte Camp liegt nur ein paar hundert Meter unter dem Gipfel. Sordor erfüllt seine neue Rolle, als sei er dafür geboren. Ich habe das Zelt aufgebaut. Es steht absolut sicher. Okay. Alles aufgebaut. Danke. Du bist echt fit. Ja, stimmt. Mach weiter so. Sordor findet eine Funkverbindung und ruft seine Mutter an. Mutter? Mir geht es gut. Um Mitternacht geht es auf den Gipfel. Bitte schau, ob du morgen Gebetsfahnen aufhängen kannst. Ruf mich auf dieser Nummer zurück. Um Mitternacht gibt der Expeditionsleiter dem Gipfelteam die Erlaubnis zum Aufstieg. 8400, ich höre. Fahren Sie fort, Chef. Betet noch einmal, bevor ihr aufbrecht. Viel Glück. Soda scheint oben zu sein. Folgt ihm bitte. Sordo und Gyalbo, sorgt dafür, dass ihre Finger nicht erfrieren. Ja, Chef. Warum funktioniert das Licht nicht? Ich kann den Weg nicht sehen. Er kann den Weg nicht erkennen? Es ist zu gefährlich, um aufzusteigen. Wer ist in Schwierigkeiten? Neuigkeiten. Ich höre. Zwei von uns haben es geschafft und sind oben. Herzlichen Glückwunsch. Aber beeilt euch. Macht ein Foto und kommt schnell wieder runter. Es ist fantastisch. Ich bin auf dem Dach der Welt. Ich habe den weitesten Blick, der überhaupt möglich ist. Herzlichen Glückwunsch für dich, Sordor. Thank you.
Ich bin zum ersten Mal auf dem Gipfel. Ich habe einen Wunsch. Mögen alle Bergsteiger und jedermann in Sicherheit und bei guter Gesundheit bleiben. Ich habe dem nationalen Kletterteam auf den Everest geholfen. Ich habe die Sachen dorthin geschleppt, wo die Yaks nicht hingekommen sind. Es war voller Mühsal und Entbehrungen. Jetzt bin ich 80 Jahre alt. Ich bete 5 Stunden am Tag, jeden Tag. Ich bete für mein nächstes Leben. Das ist alles, was ich mache.